Gott hat eine Schwäche für das Schwache. Davon erzählt jedenfalls immer wieder die Bibel. Da, wo Gott sich selber zeigt, da geht es eher um das sanfte Säuseln statt um den großen Sturm. Da geht es um das kleine Kind im Stall statt um den Kaiser im Palast. Aber auch da, wo der Mensch schwach wird. Denn, so heißt es so schön im Wochenspruch, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ich finde das so tröstlich. Da haben Menschen das Feuer der Liebe erlebt und dann ist manchmal nur noch ein bisschen Blut unter viel Asche übrig und dort ist es nicht verloren und nicht hoffnungslos. Da leben wir in einer Welt, wo es uns schwerfällt, Hoffnung zu entwickeln angesichts der vielen Krisen. Und doch lohnt es sich, dran zu bleiben. Da ist manchmal der Glaube klein angesichts der vielen Skandale in der Kirche und den schwierigen Fragen nach ihrer Zukunft. Und doch ist da ein Gott, der sagt, ja, aber ich will das geknickte Rohr nicht zerbrechen lassen und den glimmenden Docht nicht auslöschen lassen. Ich werde da sein, weil ich eine Schwäche habe für das Schwache, dass es nicht einfach untergeht, sondern weitergeht und aus der Asche neue Feuerflammen lodern können, dass es weitergeht mit der Liebe, mit der Hoffnung und mit dem Glauben. Mir gibt das immer wieder Trost und Hoffnung, selber weiterzumachen, auch wenn manchmal man sich fragt, wo soll es hingehen. Ich wünsche auch Ihnen, dass es mit dem, was Ihr Leben betrifft, so weitergeht in immer neuer Hoffnung, neuem Glauben, neuer Liebe und wir so auf guten Wegen in die Zukunft gehen. Dafür wünsche ich Ihnen diesen tröstlichen Segen Gottes. Wir haben Gottes Spuren festgelegt.